Ihr Lieben, letzte Folge, kurz vorm Ende mal wieder irgendwie Probleme gehabt, aber naja, so ist es eben und wir sind immer noch auf der Tour, aber diesmal auf der Tour andersrum, nach Hause. Das Spinnenweben, die Spinnenweben, wenn du die nicht brauchst, würde ich sie gerne haben. Ich würde sie gerne bei mir in den Keller reinquetschen. Ich nehme sie mit. Oder hast du noch ein Slot frei? Nee, leider nicht. Oh, dann nehme ich mit. Müsste ich irgendwas rausschmeißen? Nö, ich hab noch ein paar Plätze frei. Ich hab ja ein bisschen aussortiert jetzt. Nee, falsch. Ich hab auch eine schöne Draco-Tafel. Wäre sogar was für dich theoretisch auch, aber ich kenne die auch gut von meinem Knackerkro. Das ist so eine Tafel, die 20% mehr Schaden für den jeweiligen Typen macht. Du meinst die Draco-Tafel, ne? Ja. Die hast du mir schon gegeben gehabt, oder was erwähnt? Oder Fabi. Irgendjemand Fabi. Hat. Oh, hier ist noch eine. Ah, oh, ne, ist auch unter oben, hier müssen wir in diese Stadt. Ich wollte sagen, hier ist noch eine Stadt. Oh mein Gott. Was los? Jetzt werden sie aber aggro. 2 Kämpfe hintereinander. Vorsicht, jetzt sollten wir, glaube ich, auch ein bisschen höher fliegen durch die Zubats. Weil die greifen nicht gerne an in der Luft. Oh, hier ist ein Pikachu. Ja, die spawnen auch. Ah, ist voller Pikachus. Ist noch ein Pikachu. Ja, die spawnen hier recht oft. Okay. Cool. Die spawnen aber auch bei uns. Ja. Oh, hier ein Riesenweberack. Ja. Ist das das, was du haben wolltest, letztes Mal? Nee. Du hast irgendwas mit Spinne gesagt gehabt. Irgend so ein Spinnenvieh hast du auch gefangen in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Nee, das habe ich ja gefangen. Das ja, war was war's denn? Achso, wenn wir in der Stadt sind, zeige ich dir das denn direkt mal. Aber es gibt ja hier leider, also es gibt Pokestops, also Poke Center, die auch einen eingebauten PC schon haben, aber wir haben jetzt hier gerade keinen gehabt auf dem Weg. Jetzt kommt wieder weite Prärie. Ich finde immer die weite Prärie auch immer voll cool. Gefällt mir. Hat was. Oh, hier ist wieder so ein Poke Center. Und eine Stadt. Okay. Und eine Arena. Eine Mega-Arena. Sah cool aus. Verdammte Hacke hier. Ui, die sieht echt schick aus. Das sieht wesentlich so gefährlich aus wie die Lava-Arena. Oh, das ist... Oh, eine Frischgenerator. Focus-Center hier. Ja, ich gehe auch mal kurz rein. Oh, hier kann man gucken. Kann man irgendwas mitnehmen. Hoch. Aber weg, Kleiner. Lecker Äpfel. Oh, jetzt habe ich wieder Platz frei. Und dafür nehme ich eine Erde mit. Mal gucken, ob. Oh, Hyperball. Leuchtstein gefunden. Also so ein Dings auf dem Boden. Wo ist denn das? Eine Wasserarena übrigens. Das sieht aus wie Wasser-Pokémon-Arena. Oh. Da ist alles Wasser drumherum. Du kannst ja mal reingehen. Ich bin schon unterwegs. Ja, ich komme gleich noch. Ich muss mal ganz kurz. Solange es nicht eine so gefährliche Arena ist wie die mit der Lava, die hat mir echt Bammel gemacht, ey. Hübsch. Na, guten Tag. Ich, ja, bitte. Okay, es ist ja, bitte, ja. Ja, ich bring Pokémon mit. Ich will kämpfen. Ja, achso, ich muss mit dir quatschen. So. Willkommen in der Festung des Schwimmers, okay? Unser Trainingsleiter liebt es, seine Gegner wegzuwaschen. Okay. Wo ist denn der Trainingsleiter? Was ist denn das für ein Stein hier, der hier so liegt? Okay. Wo soll das denn sein? Ist glaube ich, irgendwas mit Hüpfpassage. Da oben sind die Trainer. Wie kommt man denn hier hoch? Wo ist denn... Ah, man muss hochschwimmen, okay. Komme ich denn hier hoch? Oh, wird direkt angegriffen. So, mal gucken. Der ist Enteron. Der Entwickler von deinem Psyduck. Ja, ja. Golduck heißt der auf Englisch. Golduck. Gold all the way. Und was für Level haben sie? 46 ist der jetzt hier. Der passt sich natürlich jetzt an meinem stärksten an, ne? Haben wir einen PC hier, wo man was tauschen kann? Nicht, ne? Leider nicht. Auf die Schnelle kann man halt auch nicht mal einen bauen. Da musste erst farmen für. Und pom! Alpollo wurde mit einem Schlag weggeklatscht. Hallo. 46 Globa könnte ich nehmen.
Also egal, ich hau jetzt erstmal dich weg hier. So. Kampf, Eisenschädel. Schlag dir den Schädel ein, du. Es beginnt zu regnen. Oh, hier ist noch ein Pokéball. Das finde ich auch gut, dass die random spawnen. Wow, der hat auch mal einen Durum gehabt, mit einem Schlag weggeknallt. Okay, dann mal von mir auch nochmal. Was ist denn das? Nee, von mir ist auch tot. Du setzt doch die falschen Pokémon ein. Ich setze alle meine Pokémon ein, nicht die falschen, die alle. Auch der Zubiri ist mit einem Schlag weggeklatscht. Mal Pupita. Ich habe auch alles Low-Pokémon jetzt dabei. Das Doofe ist natürlich, die anderen werden dadurch angepasst, weil der Dings so groß ist, so hoch ist. Der. Wie heißt der Typ? Ist? Glurak und der Durengard. Die sind recht hoch und die anderen sind ziemlich niedrig. Bei dir das? Da gibt es noch mehr Trainer, ja, aber ich kämpfe gerade gegen den, der gerade über mir ist. Oh, ja. Oh, Wailord, Level 68. So, Puppi ist auch tot. So, jetzt habe ich nur noch Glurak, oder? Ja, nur noch Glurak. Das war's dann. Aber so, zum Glück gibt es den Dings. Der Wal ist so riesig. Sehe nur so halb gerade in meinem Bildschirm drin. Ah, besiegt. Also der Trainer, welcher auch immer das war, der hat nur ein Pokémon. Okay. Schummel jetzt ein bisschen. War der hier, ne? Ja. Oi. Wow, was ist denn da los? Ja. Wieso macht mein Glurak so wenig Schaden gegen das? Was ist der von mir? Ein Wasser-Pokémon oder was ist das? Formio ist, glaube ich, Gestaltwandler. Der verwandelt sich, glaube ich, je nach Wetter war das oder je nach. Oh. Ach Mann, ey. Hoffentlich schafft den Glurak nicht tot. Ach Mist. Ich schaff den nicht. Ich habe meine falschen Pokémon dabei. Ich hab den nicht mal den blöden einzelnen Trainer hier gekillt. Du hast aber auch die starken Pokémon alle dabei bei dir, oder? Ja. Warum? Willst du nicht irgendwas. Willst du nicht im Leveln oder so? Doch, also ich habe ja ein paar zum Leveln dabei, aber. Hast du den schon ziemlich in dem Level geholt oder hast du die alle ein bisschen hochtrainiert? Also drei Stück habe ich komplett hochtrainiert: Wörfinst, Stolos und Empoleon und. Nee, doch. Wörfinst, Stolos, Empoleon, Knacker. Vier Stück sogar habe ich komplett hochtrainiert. Habe ich auch nicht, die hat Milotic, was ganz schön stark ist mit Hydro-Pumpe. Welcher Trainer war das mit einem Pokémon? Weil der hat jetzt drei Pokémon und oder zwei, weiß ich jetzt gerade nicht. Zeige ich dir gleich, wenn der Kampf hier vorbei ist. Entweder macht es mich jetzt kaputt oder ich gehe kaputt. Och nein, jetzt setzt das Ding Genesung ein die ganze Zeit, oder was? Boah. Das hasse, wenn die Pokémon sich nur anfangen zu heilen die ganze Zeit. Hier, Solarstrahl. Welcher Trainer war jetzt der mit... Ne, jetzt geht der schon wieder mit Golduck an. Der haut immer direkt alle meine Pokémon weg. Ah, flüchten kann man nicht. Aua. Ja, jetzt bin ich wieder in den gleichen Trainer reingerutscht. Jetzt kann ich wieder gegen den ganzen Scheiß kämpfen. Genau der gegenüber davon ist das. Ah, okay. Und jetzt macht er einen Schlag und Papolo ist weg. Und ich kann leider nicht flüchten. Muss den ganzen Kack. Doch, Flucht. Ja, ich will den Flucht. Also der gegenüber direkt, der hat nur ein Pokémon, das ist nur Wailord.
haut mein Durengard, der ist gerade mal 2 Level unter ihm. Mit einem Schlag weg, ey. Einem einzigen Schlag. Das nervt mich gerade echt. Ich dachte, komm doch. Ich hab jetzt nicht die richtigen Pokémon dabei, ey. Oh, wow. War auch nicht der richtige Angriff, ey. Hydro-Pokémon, das hier. So, von mir ist wieder. Ach man, ich hab keine Lust, mich jetzt wieder hier durchzuklicken. Ich weiß doch, dass ich gegen dich verliere. Ich bin immer noch bei dem Enteron dran. Und ich habe hier schon alle 3 verloren. Es geht doch weiter. Ich bin nicht mal bei der Hälfte angekommen hier. Los, tot. Pupita mit einem Schlag tot. Hier nochmal Glurak macht den auch tot. Komm, hier, Flügelschlag. Ist egal, war auch irgendwas. Ah, Kotze, ey. Gyarados. Na, ist klar. Guck mal, Gyarados. Hast du den gesehen? Wie heißt der auf Deutsch? Was? Gyarados heißt der, glaube ich, noch auf Deutsch, oder? Ja, auf Deutsch Gyarados, ja. Scheiße. Und, baff, ein Schlag, Glurak tot. Yeah. So, komm mal zu Beerus. Kill jetzt einfach mal. Mach mal irgendwas, komm. So, dankeschön. Blöder Mist hier, jetzt kann ich wieder zurückrennen, ey. Dass man nicht flüchten kann, dass man sagen kann, ich möchte nicht mehr weiterkämpfen. Nee. Am besten machst du es denn so, wenn du hier zurückgehst, fliegst du einfach hier durch die Seite durch. Also, das habe ich verstanden, aber ich finde das nur doof, dass man einen Kampf nicht abbrechen kannst kann. Kannst du nicht. Warum nicht? Ging aber auch noch nie. Warum muss man den gegen Fliegst du einfach hier durch, weil direkt auf der Seite, wo wir hier losgehen, so gesehen, ist auch der Trainer mit nur einem Pokémon. Ach, du rennst gerade zu dem dahin? Ja, also, ist ja das Gleiche. Ja. Denselben Sinn und Zweck, ja. So, wo ist der? Hier hoch? Hier, nee, andere Seite. Ganz auf der anderen Seite, hier wo ich stehe. Hier unten kannst du reinfliegen, theoretisch. Oh. Oder so, ja. Okay, das benimmt einfach die komplette Decke ein von dem Gebäude. Vylord, was ist denn das Wasser? Ach, das ist der Riesenwal, ne? Ja, das ist der Riesenwal. Die Trainerin hat aber auch nur das, nichts anderes. Bam! Alpollo, Einschlag tot! Ja, sind auch alle Low-Bobs. Los! Und ich habe auch nicht die richtigen jetzt, was sind das Wasser-Pokémon? Ich habe eigentlich meine Pokémon, die ich dabei habe, sind eigentlich Feuer. Weiß nicht, Wandler. Durengard nehme ich das mal. Durengard ist Eisen, ne? Und mehr nicht, oder? Geist. Geistmetall, ja. Das könnte eigentlich theoretisch gut Schaden machen. Nö. Theoretisch. Oh, das hat bei mir nicht viel. Einschlag tot, Durengard. Mit einem Schlag. Nur mal kurz gesnifft hat er. Also bei mir war es Level 65. Bei mir 46. Das ist immer alles 46. Das ist ja mein maximal Level hier bei mir. Und der heilt sich hoch. Ja, kannst du vergessen. Weil der Glurak kann gegen die nicht ankommen. Nee. Weil es Feuer ist. Und vom Meer tot. Letztes Mal. Wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann. Der heilt sich hoch. Jeden Schlag, wenn er macht, der heilt sich immer komplett hoch. Das war's. So, Glurak, jetzt kannst du mal gucken, was du schaffst. Der macht ziemlich viel Schaden, mein Glurak. Aber jetzt kommt. Oh, ich hab's einmal ausgehalten. Wenn ich jetzt treffe, dann mal Doppelangriff. Warum auch immer jetzt plötzlich ein Doppelangriff kommt von ihm. Gut, scheiß drauf. Keine Lust mehr. Angekotzt. Das war aber letztes Mal in der Arena auch so. Ich habe einfach keine Chance. Meine Pokémon, die ich dabei habe, ist alles scheiße. Also was heißt scheiße? Die sind nicht gut genug für die Arenen, die wir überall treffen. Wir bräuchten unbedingt mal für dich auch einen EP-Teiler. Ah, du hast einen? Nee, leider nicht. Ach so. Meiner ist weg, weil ich in Nether mal gestorben bin und mein Zeug einfach despawned war komplett. Oh. Aber dafür musst du diese Mega-Pokémon klatschen, deshalb suche ich die ja immer und probiere die immer zu töten. Weil die können das droppen. Und wenn du das wenn du das nämlich ausrüstest einfach nur und nur brauchst es ja nur im Inventar haben, so gesehen, du musst es halt dann immer mitnehmen.
Aber alle wir kriegen Pokémon. Alle Pokémon XP. Das macht sich halt zum Trainieren viel besser, vor allem wenn du so ein Low-Pokémon hast, was weiß ich, Level 15 oder sowas. Das macht sich halt dann viel besser, das zu trainieren damit. Ach, warte mal, ich wollte die Arena mal ganz kurz nochmal aktiv markieren, Sekunde. Weil das, das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen, dass ich nicht mal einen einzigen scheiß verschissenen Trainer geschafft habe. Mann, aber irgendwann fliegen wir nochmal hier hin, irgendwann nehmen wir einen PC mit. So, was soll ich machen? B. So, Wasserarena machen wir jetzt schon. So, okay. Sind bloß noch 4800 Meter. Ja, ich wollte mal ein paar Pokémon, die ich habe. Ich habe jetzt nicht doppelte Pokémon und die wollte ich mal gerne ein bisschen updaten. Also, das heißt, so lange leveln, bis sie dann wirklich dann zur nächsten Stufe kommen. Wie heißt das denn? Zur nächsten Entwicklung. Entwicklung, ja. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich alle dabei, aber das bringt jetzt auch nicht viel, weil jede Arena, die wir jetzt gerade gewesen sind, ich habe jetzt auch in der Feuer- oder Lava-Arena bisher nur einen einzigen da gekillt. Und die anderen, die gucken mich nur an, dann sind sie alle schon tot, meine ganzen Pokémon. Das ist doof. Aber ich farm die ja sowieso weiter, die Mega-Entwicklung, wenn ich mal noch ein EP-Teil, hier ist noch eine Stadt. Oh. Wenn ich mal noch einen EP-Teiler bekomme, dann kriegst du den auf jeden Fall. Ja, hilft dir auch selber. Ja, wenn ich halt noch, hier ist ein Überwand. Ein Juwel, was nichts bringt. Wenn ich halt einen zweiten hab, kriegst du den dann. Wo kriegt man die nochmal? Von Mega-Entwicklung. Oh ey, wenn es jetzt Pferde geben würde, das wäre so schön. Warum? Diamanten, eine Pferderüstung im Spiel. Das ist schade, dass es die Pokémon, nicht die Pokémon, die Minecraft Tiere nicht gibt. Ja, außer die Hühner indirekt. Aber die muss man sich ja auch erstmal erfarmen, so gesehen. Bum, bum, bum. Ah, Minecraft-Musik, es läuft bei mir gerade. Ich liebe sie. Oh, ich will. Hier sind drei Pokécenter nebeneinander. Ich sehe auch das andere auch noch da hinten. Ich bin gerade bei so einem Geisterturm. Ich bin ein bisschen weiter geflogen, ein Stückchen. Aber wirklich nur ein ganz kleines Stückchen. Ja, ich verkaufe gerade meine Juwelen, die ich gerade bekommen habe. Wieder ein Geisterturm. Ja, 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 ja. Oh, hier ist ein Boss. Eine Boss-Lanterne, oder wie heißt das? Laternecto oder so. Selten. Komm, versuche ich den jetzt mal. So, jetzt. Oh, 56 ist der. Vielleicht schaffe ich ja mal irgendwas. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwie so halbwegs auf die Reihe irgendwas zu tun. Kampf. Ja, der macht bei meinem Glurak aber nicht viel Schaden. Bist du weiter Richtung zu Hause geflogen? Ja, denke ich mal. Kannst du mich auf der Karte noch sehen? Ja, ein bisschen nach Richtung nach Hause und dann rechts einfach abbiegen. Ganz kurz nur. Dann müsste ja der Name eigentlich aufklopfen. Kann die Lohnkanone Feuer gegen Lanterne nicht gemacht werden? Also gegen Geist? Doch, oder? Feuer gegen Geist geht doch. Eigentlich schon, aber Lohnkanone ist halt so ein Move, der nicht gerade viel Genauigkeit hat. Ach so, annullierte Attacke sehe ich gerade. Was anderes? Ein Flügelschlag. So, okay, das klappt schon mal. Du machst meinen Glurak jetzt nicht kaputt, du blödes Vieh. Einmal mach ich platt. Hoffentlich mal. Wenn ihr das nicht macht, dann macht es jetzt gleich wie Sovia, so ein Psycho-Mega-Prügler. Du hast mich noch nicht gefunden, ne? Nö, ich such dich gerade noch. Ich flieg in der Nähe von der Stadt auch rum. Also ich muss mein Pokémon kurz tauschen, weil ich will meinen Glurak nicht verlieren. Ich muss ja was zum Fliegen haben. So, Geist gegen Geist. Okay, wow. Hat einen Schlag gemacht, fast mein Drohnen gerade weggeprügelte. Okay,
Hat wieder die nächste. Ja, das, ich hab das immer noch nicht so ganz verstanden, auch wenn das in den Kommentaren 10 Millionen Mal geschrieben worden ist. Wenn ich einen Angriff mache, macht er einen Angriff. Wenn ich einen Angriff mache, macht er einen Angriff. Aber manchmal macht er einen Angriff, dann macht er einen Angriff und macht mir einen Angriff. Ich verstehe es nicht, warum der manchmal 2 oder 3 Angriffe hintereinander machen kann. Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die hat mich gerade nur gekillt, weil er einen Doppelangriff machen konnte. Das ist ein bisschen banane. Ist das an der Mod? Nee, es hat bestimmt, setzt er irgendwas ein, was ich irgendwie gerade nicht so ganz gerafft habe. So, Fomeo ist tot. Mein Glurak hätte ich, glaube ich, draußen lassen sollen, ne? So. Weil das ist eigentlich kurz vorm Abnippeln hier, der Gegner. Aber. Ja, gut. Unlicht ist immer ganz gut gegen diese blöden. Lambert. Nein. Komm, mach. Jetzt ist er tot. Okay, ich hab's geschafft. Was? Nur 1000 Punkte? Ja, die bringen nicht unbedingt immer viel. Pupita, Level 37. Das dauert auch noch ewig bis. Silizium Z, was ist denn das? Silizium Z. Ja. Du bist genauso überfragt wie ich, sehe ich gerade. Du hast mich immer noch nicht gefunden. Ich glaube, du bist viel zu weit geflogen. Jetzt habe ich nur einmal kurz in die Ecke fliegen müssen. Ich bin gerade wieder zurück in die Stadt geflogen, sicherheitshalber. Ja, ich komme jetzt. Ich komme ganz kurz meine Tiere reparieren. Also ich bin wirklich nur ganz kurz gerade außen und dann rechts geflogen. Und guck, ich komm jetzt gerade von der rechten Seite. Also wenn du jetzt Richtung Home fliegst. So, jetzt die Frage, welchen Poké-Center nehme ich mir jetzt? Ich nehme das Äußere, was nicht in der Stadt ist. Oh, wo ist denn der? Ich finde zu Silizium Z gerade nichts. Weiß mal kurz raus. Ja. Oder konntest du es nicht mitnehmen? Doch. Ich habe es weggeschmissen. Ich leg's in die Kiste. Silphium, nicht Silizium. Silphium. Silphium, ich hab's gerade nochmal selber auch gerade gelesen. Die Z-Dinger sind irgendwas mit Attacken. Ah, es ist eine, wenn du das einem Pokémon zum Tragen gibst. Hab's wieder reingepackt. Kannst eine Feenattacke mit, in verstärkter Form, also eine Z-Feenattacke. Feenattacke, ich glaube, ich habe gar keine Fee. Feen. Pippi oder so. Die können Feenattacken. Ach, stimmt, Fairy, stimmt ja. Ich weiß. Also kannst du mitnehmen. Oh, da ist ein Dingsbums. FM. Kriege ich das? Wieso kann ich nicht auf. Wieso habe ich denn. Wieso habe ich das in meinem Charizard? Hä? Ich bin hier gerade manchmal überfragt. Ich will aufsteigen auf meinem Glurak und nehme ihm das. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Wo bist du hingeflogen? Oh nein, ich hab's getötet. Oh mein Gott, fast tot. Nicht weit weg von dir. Ah, hier. Ja. Ich wollte gerade so eine Fledermaus fangen mit diesen großen Ohren, was ich dir mal gezeigt habe, die Weiterentwicklung davon. Ich hab's außerdem getötet mit einem. Wird denn mein Pokémon gerade zurückgerufen, Digga? Ich krieg jetzt mal mit Absicht gerade nicht zu hoch, weil ich hab nur 2,5 Herzen und ich möchte jetzt nicht unbedingt sterben. Ich bin auch fast tot, 3 Herzen habe ich. Hast du was zu essen? Essen habe ich. Ich esse ja. Ich habe was zu essen, so, Sekunde. Deshalb, ich will aber gerade, dass mein Leben regenerieren, so ein bisschen. Weil Fallschaden ist ja immer so ein bisschen großzügig in Minecraft. Wie kommst du denn darauf? Sind bloß noch 3800 Meter. Yeah. Wir schaffen immer so einen 1000er Schritt, bevor wir irgendwo wieder anhalten. Ja, wir haben ja andauernd überall Städte und Pokémon und Pokémons auch. Pokémons mit S groß. Pokémons. Ist der Bruder von Monka S. Das ist der
Pokémon S. Ich würde gerne so eine Pilzfarm machen, aber die wachsen, glaube ich, nicht selber weiter, ne? So, ich weiß. Doch, aber unterirdisch musst du das machen. Bestimmte Lichtverhältnisse brauchen die. Stimmt, halb schattig oder so. Wenn etwas Seltsames, Punkt, 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 passiert. Fang 10 Pokémon vom Typ Geist. Ja, die Raffi hat einen guten Geschmack für Pokémon. Hey, ich auch. Ich fliege auf ein gutes Pokémon. Ja, finde ich ganz gut. Aber ich finde einfach die Geister, die Psycho-Pokémon, finde ich einfach super. Und ich habe ja Glurak. Geist-Pokémon habe ich auch dabei. Habe ich ja hier Zwerfins dabei. Das Klopp heißt, glaube ich, die erste Entwicklung auf Englisch. Ich finde dein Pinguin so schrecklich hässlich. Ich mag den auch. Ich hätte ja sonst diese Samen genommen, aber das ging in der Version, wo wir angefangen haben, ging das nicht. Ah, hier ist ein Wassertempel. Wollen wir uns mal kurz rausstellen, AMD Bescheid sagen? Also Koordinaten. Ich wollte ganz kurz nur mal ein Dings machen. Wie heißt das? Ein Foto? Ein Dings. Ich gebe mal AMD. Okay, ich hab's schon mal. Schreib mal 27.000 Klötze. Hallo, hallo, seine Koordinaten sind ja nur 2600 Blöcke. Geht eigentlich. Soll ich mich so anstellen? Wir waren weiter weg. Wir haben den Urwald gefunden. Wir haben Minecraft die Welt einmal umrundet gefühlt. Wir 80 Tagen um die Welt. In 80 Blöcken um die Welt. Ja, das wär echt. Ah, ist das schön. Aber das ist mehr weit vor allen Dingen jetzt so hier so kleine Inseln überall, ne? Jo, das finde ich auch. Oh, Pokéball. Was gibt's denn? Oh. Ach, ein Wasserbrief. Okay. Lieber Finder, wenn du das liest, bin ich bestimmt schon tot auf der Insel. Bitte beerdige mich. Danke. Sage Mama und Papa Bescheid, dass ich sie lieb habe. Und die Golden American Express noch ein wollte ich nicht haben. Wo noch einer? Ja, hier. Na, den markiere ich jetzt aber nicht. Reicht der eine. AMD muss eigentlich theoretisch nur mal von uns aus aufs Meer rausfliegen und dann findet der da eigentlich viele. Jetzt echt nicht selten gewesen bei uns. Und das hier sieht cool aus. Mit dem Fluss oder was meinst du? Achso, nee, du meinst diese Landzunge hier. Diese Landzunge, ja. Das sieht aus, als ob das irgendwer gebaut hat. Man könnte sich jetzt denken, das wäre was Verschweintes. Das ist natürlich ein Schlüssel, Leute. Ein Schlüssel. Ah, guck mal, das könnte auch so ein Damm sein in der Mitte. Als ob da jemand sich einen Damm hingebaut hat. Die Natur baut sich ihre eigenen Dämme. Das auch. Aber jetzt ist auch gerade viel mehr. Ja, aber trotzdem nicht wirklich komplett mehr. Also immer so eine kleine Insel dazwischen, ja, das ist einfach. Zwischendurch so kleine Insel, das ist. Ja. Ist auch schön so. Ja, finde ich auch ganz gut. Ich finde das hier, diese Insel eigentlich. Ja, okay, es gibt doch ein paar Inseln. Ah, ist schon cool. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier bauen. Und hast als Nachbar einfach dann da hinten die Ruffy und da die Kim und da für dem kleinen Ding ist die Akuma. Unterirdisch wird. Das wäre doch ganz gut. Minecraft-Insel-Projekt. Hier. Ich glaube, wenn wir uns alle in so ein Boot setzen würden und sagen würden, jetzt starten wir ein Projekt, ihr dürft fahren, wie weit, wohin ihr möchtet. Ich glaube, wir würden das Projekt niemals, wir würden es uns niemals schaffen, dass wir jemals zusammenkommen. Ich bin mir ganz sicher, dass Ruffy oder Kim oder Akuma irgendwie gefühlte 25.000 Blöcke fahren. Ui, Entschuldigung.
25.000 Kilometer hier Blöcke fahren, nur weil sie vielleicht irgendwo irgendwie so einen kleinen Busch finden möchten, den da, wo ja irgendwas spawnen könnte. Aber Ach ich so, finde. die Idee, die wir jetzt so Grundprinzip haben, finde ich eigentlich ganz gut, mit dass wir eine Stadt bauen. Ja, finde ich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wenn das dann immer mehr wird. Ich habe jetzt das erste Haus gebaut. Das ist aber nicht. Oh. Ach, das ist von der Kim. Sind wir da? Wow. Hey, ich kenne das eine Boot noch gar nicht. Voll hübsch, Kim. Voll hübsch. Sea of Thieves. Oh, guck mal, hier ist meine Hühnerfarm. Vor allen Dingen von oben sieht das eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Oh, mein Blumenweg. Also wie gesagt, mein Haus ist eigentlich nur. Ach so, hier, siehst du. Jetzt kann ich dir mal die kleine Spinne zeigen. Soll ich es mal erstmal at home machen hier? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Strahl ist ja mal ätzend, ne? Den muss ich mal. Ich setze ihn, glaube ich, mal hier zwischen die Bäume. So. Hier hin. Home. I'm going Die home. Strahlen kannst du auch ausschalten. Ja, aber ist okay. Erst beschweren und dann ist okay. Kennst es doch. Huh, huh. So, huh, hallo. Ja, die habe ich mir gefangen. Die ist sehr klein. Fuck ist das denn? Das ist eine Wanze oder was? Nee, ist eine Spinne. Oh, ist niedlich. Mag die sehr. Deshalb wollte ich die haben. Ich sehe aber, die ist einfach im kleinen Format, oder? Weiß gar nicht, die sind halt aber auch an sich echt. Die ist. Da ist nochmal Statuswert. Groß. Größe, groß. Okay. Ja, die Weiterentwicklung ist dann halt so gefühlt das Vierfache von dem Ding, mindestens, Mein aber Gott. die erste Entwicklung ist halt super klein. Ja. Wann entwickelt sich Wackzapf? Oh, Dex, komm mal her. Kannst sogar die Weiterentwicklung direkt angucken. Warte kurz. Ja, ich muss erstmal das Bonbon gerade rausholen noch. What the heck ist das denn? Ah, Musikbox. Nee, guck mal hier, gehen wir da Oh drauf. lol. Das hat irgendwie Langeweile gehabt. Das kann ja nur von Kim sein. Oder AMD. Ja, Dex, willst du jetzt mal gucken? Noch schnell die Entwicklung. Da kommen sie alle angerannt auf einmal. Wo? Hier. Voll klein, ey! Wie sie alle hier stehen und gucken. Hübsch. Mag das Ding super Die gern. sieht voll gut aus. Hast du da eben Beutula. nur einen einzigen gesehen? Ne, mehrere. Ist das eine Elektrospinne? Elektrospinne. Käfer-Elektro ist das, glaube ich, von. Ja, Käfer-Elektro. Hätte ich mir Das auch Ding mag gerne. ich sehr. Ja, wir haben ja jetzt den Dschungel markiert. Nochmal hinfliegen irgendwann. Ich fliege jetzt erstmal zu mir nach Hause und räume mich aus.
tragt die die ganze Zeit so eine schöne Schallplatte mit für Kim und weil die hier die ganze Zeit so dummes Zeugs mit diesem ganzen Musikdings bauen und dann will die nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Oh, wer hat hier eine blöde Werkbank? Oh, stimmt, Kim. Trage ich die ganze Zeit die Platte mit für die Kim? Und dann kommt dann, dann sagt die Willi die nicht. Ich glaub's hier noch. Ja, für die scheiß Taschen voll so. Ja, wir sind jetzt wenigstens wieder zurück. Jetzt kannst du wenigstens mal auslernen. Die den her, wow. Die hat sich diesen, wie hieß der nochmal, dieses ganz seltene Pokémon, dieses legendäre Pokémon, das so aussieht wie so ein Hund mit so einem Wellenschweif auf dem Kopf, wo ich auch mal gegen gekämpft habe und gefühlt 10 Millionen Bälle. Nee, nee, nee. Unikun? Ja, genau. Hat sich gefangen, oder was? Mhm. Oh, warum nicht? Hier für die Pokeshow gerade. Auf dem Platz. Boah, diese. Die Venuflibis. Venuflibis, die ist ja auch cool, ne? Die sieht echt cool aus. Ich muss gerade meine ganzen Pokémon wieder irgendwie einpacken. So, ihr Lieben, ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.